Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Spider-Man. Gucken wir mal gleich, was ich will. Wie gesagt, diese Folge, alle Fotolocations. Die Folge wird wahrscheinlich etwas länger werden. Und wir fangen in Harlem an. Schacher ist entkommen. Jetzt raubt er eine Bank aus. 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schacher arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schacher steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schacker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Ja, aber erst später, also frühestens in der nächsten Folge. Ich habe mich auch dazu entschieden, weil es doch recht viele Fotolocations sind, dass wir... Peter, ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, reicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Ja. Es ist mir einfach zu langwierig, bis Stufe 50 zu farmen. Alle Einheiten, Zeuge meldet eine Entführung. Der nächste Officer bitte nach Hamilton Heights. Also ich werde es sowieso machen, aber es wird fürs Let's Play einfach zu langwierig, weil wir mit allen Hauptmissionen wahrscheinlich Stufe 50 gar nicht erreichen werden. So, stattdessen muss ich mich jetzt mal kurz umschauen. Gibt es hier irgendwo das Grab von Onkel Ben? Wenn ich mich nicht täusche. Eins von denen hier. Ah. So. Wenn ich das richtig ausgelegt habe. Alle Einheiten, Meldung über Einbruch. Haben eine Meldung aus Gord's Acre. Dann war das jetzt richtig. Von da jetzt aber, dass ich da keine Meldung drüber kriege, wundert mich ein wenig. Muss einmal kurz schauen. Das müsste eigentlich genau so sein. Da! Geheime Fotos. Onkel Bens Grab, da unten. Ben Parker. Hey, Onkel Ben. Ich vermisse dich. Ich will, dass du stolz auf mich bist. Wunderbar. Mit großer Macht folgt große Verantwortung. Dann geht es um das Ding da. Jetzt mal kurz schauen. So. Tolles Foto. Zweite Fotolocation. Dritte Fotolocation ist ein bisschen weiter hier befindlich. Müsste eigentlich ziemlich genau hier sein. Und zwar ein Graffiti. Gucken wir mal. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Fotos jetzt da ist, das Graffiti. Okay, genau sind. Wunderbar. Aber wir kriegen es irgendwie hin. So, dann wollen wir hier rüber und uns eine Kirche fotografieren.
Zack. Oh, so war es nicht der Plan. Na, es geht gar nicht um die Kirche, sondern um das Ding da. Hat er ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Weiter geht's ein wenig hier rüber. Dieses Gebäude. Und ein Club. Weiß gar nicht, 50 glaube ich gibt's. 50 Fotolocations. Wir werden hoffentlich nicht 50 Minuten dafür brauchen. Oder länger vielleicht sogar. Schauen wir mal. 5 Minuten sind es jetzt und ich habe jetzt 3 Stück, aber gut, ich muss da erstmal ein bisschen suchen, ne? So, eine Hintergasse. Ey! Heb mal was Schweres, sagt er. Ich muss in eine Gasse. Das wird dann wahrscheinlich diese Gasse sein. Würdest du nicht schwimmen oder so, sagt er. Weiter für das Gute. Muskeln, sagt er. Spider-Man, hast du schon einen Steuerberater? Ich stehe kurz vor der Zulassung. Da bist du irgendwie nicht die Erste. Vermutlich auch nicht die Letzte, die das sagt. Oh mein Gott, hier gehe ich ein Selfie? Hallo. Was gibt's? Jo, Spider-Man rennt hier unten rum. Das gibt's. Hey, hey, hey. Ja, das ist ein bisschen hier ist, glaube ich, richtig. Ja, hier ist richtig. 50 gibt's, jo. Wurde mir auch angezeigt. Nächste Location auch in Harlem, aber wieder auf der anderen Seite. Okay, diese Karte ist ja richtig super. Die führt mich auch überhaupt nicht kreuz und quer durch die Stadt, sondern vollkommen in einer logischen Reihenfolge. Drogenhandel und Kriminelle. Die sind ein Herz und eine Seele. Ah, warte mal, das können wir aber dann doch nebenbei erledigen. Zack. Gute Nacht. Ihr habt doch gesagt, das Insekt hat Urlaub. Hey Jungs, habt ihr Rezepte für das Zeug? Das war ein Fehler. Au. Du bist der Lehrer. Ja, du jetzt auch. Willkommen zur Flugshow. Wo denn? Der Tag wird ja immer interessanter. Feuer! Die Polizei ist unterwegs. Und ich auch. Ach, guck mal, wir müssen sowieso in Harlem noch Verbrechen lösen. Trifft sich ja gut. Das können wir tatsächlich dann nebenbei machen. Wenn ich gleich wieder zurück muss, um da oben das riesige Graffiti zu fotografieren, dann werde ich aber fuchsig, werde ich dann. So. Ey. So, was schauen wir? Was müssen wir denn hier? Müssen wir denn fotografieren? Es geht wieder um ein Graffiti. Nämlich dieses dort. Das behalte ich. Dann ein bisschen tiefer. Dahin. Und da geht es um das Gebäude als solches. Yay. Achtung Einheiten, haben Meldung über Entführung. Ja. Wo bin ich näher? Hey, bist du verletzt? Sag. Wunderschön. So, immer noch Harlem. Jetzt ein wenig näher rein in die ganze Geschichte. Und es geht um ein Sanitarium. Hi. Zack. Wo ist das Verbrechen? Ist das noch Harlem? Ich weiß nicht, aber das ist... Ich stelle meine Hörer auf Kampfgeräusche ein. 90 Meter. Rechts, okay. Polizei, ich bin gefangen.
Ich würde sagen, hier drin. Und wir haben einen Gewinner. Ruhig, ich hab sie. Danke. Die Polizei ist so unterbesetzt. Ich hatte Angst, dass mich keiner findet. Da sind sie. Die waren es. Natürlich. Wenn das meine Kollegen sehen. Hey, Kumpel, Spider-Man beklaut uns gerade. Kommt hier rüber. Ja, kommt alle her. Oh! Da ist mein Akku leer! Ohne mir vorhin eine Warnung zu geben. Das war aber nicht nett. Ist nicht nett. So. Eingestöppelt. Da ist er wieder. Da freut er sich. Ihr habt es schon gewollt! Okay, ich gebe etwas an. Einer ist noch. So. Erledigt. Aber das war jetzt Upper West Side. Naja, ist okay. Da brauche ich auch noch offensichtlich mindestens eins. Uhuhuhu. Und gucken wir mal. Zack. Zack. Wo ist es? 72, Überfall. Brauchen Officer am Tatort. Gemeldeter Ort ist bei Douglas. Das Harlem Sanatorium. Noch ein paar in Harlem. Diesmal in der Nähe des Parks. Okay. Da kommen wir auch wieder schön am Verbrechen vorbei. Und das in der Nähe des Parks ist eine Statue. Warum dauert das? Oh. Da wird jemand ausgeraubt. Oh, ihr habt ohne mich angefangen. Da ist der Spinnentyp. Zeig sie mir den Rettungsschirm weg. Und erledigen wir das Ganze wieder damit. Hey. Ich beende gerne Überfälle. Man muss feste Grundsätze haben. Schlägerverbrechen in Harlem abgeschlossen. So. Gucken wir mal. Dann geht es wahrscheinlich um eine Statue hier mitten auf dem Plaza. Perfekt. Der Echte würde nie so landen, sagt er. Okay, dann nicht mehr weit. Hierhin. Und diesmal ist es. Moment, ist das hier? Ja. Ein Eckcafé. Gucken wir mal. Tippe. Hier um die Ecke. Ja. Viele Leute fragen mich, was ich von Bürgermeister Osborne halte. Aber Ihre Meinung ist viel wichtiger. Fragen wir den ersten Anrufer. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Hi, ich finde Bürgermeister Osborne macht einen tollen Job. Ja, Moment, du kannst gleich gerne weiter quatschen. Ich muss hier einmal kurz neu markieren. Stadt aufgeräumt und die Wirtschaft angekurbelt. Bei allem Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters, die Polizei hat für Sicherheit gesorgt und Unternehmer haben die Wirtschaft angekurbelt. Ich finde viele Initiativen des Bürgermeisters gut, wie sein Vorgehen gegen Lebensqualitätsverbrechen. Aber er erntet die Lorbeeren für die Arbeit vieler anderer Leute. Er hat hohe Ziele,
Das ist nicht schlecht, aber man sollte sich vor Leuten mit hohen Zielen hüten. Früher sorgte eine wachsame Presse dafür, dass Politiker ehrlich blieben. Aber die ist ein Schatten ihrer selbst. Und jetzt haben sie nur noch mich. Schon Blut. Wow. Winkst du meiner Oma mal? Hallo. Gucken wir mal kurz. So, hier muss es irgendwo einen Zaun geben. Und zwar aus Holz. Muss ich noch mal kurz genau die Karte anschauen. Bin, glaube ich, nämlich nicht so ganz richtig. Ich wollte eigentlich dahin. Gucken wir noch mal. Hier irgendwo gibt es einen Zaun und eine Tür. Hey, ich hätte deine Geschäftsidee. Gehen wir uns da hoch. Schocker soll in Gramercy sein. Ich sollte mal nachsehen. Da sind wir richtig. So. Als nächstes gehen wir in die Upper West Side. Hä? Ja, blöd. Aber wir sind jetzt von links nach rechts durch, wa? Na gut, versuchen wir, macht klug. Okay. Ist eine Folge, die kann man sich eigentlich sparen, wenn man das jetzt nicht unbedingt sehen will, wie ich hier durch die Gegend springe. Ich werde deswegen auch am gleichen Tag eine zweite Folge mit rausbringen. Einfach weil die hier sehr unspannend ist. Die könntet ihr dann theoretisch überspringen. Die Idee kam mir jetzt gerade erst, deswegen habe ich es nicht am Anfang des Videos gesagt, aber hey, bisschen Schwund ist immer. Gut, dass wir bei der Hauptmission keinerlei Zeitdruck haben. Tempo-Fan, das geht aber langsam voran. Das ist es, was ich haben will. Nein? War mir fast sicher. Ist das da? Hallo. Ich bin ein großes Fan. Zeig uns dein Gesicht, du. Toll. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Gut, das nächste ist ganz in der Nähe. Etwa hier. Wieder eine Statue. Und wir haben eine neue Stufe. Alle Einheiten, Körperverletzung im Gang. Haben eine Meldung aus dem Bereich Riverside. Hier muss irgendwo eine Statue da vorne. Neues Profil. Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. 13. Und nur noch ein paar Meter weiter, wenn ich das richtig sehe. Ungefähr. Hier haben wir dann tatsächlich wahrscheinlich sogar direkt das Ding, was ich fotografieren soll. In dem Fall das da. Und da vorne ist ein Verbrechen im Gange, das können wir dann auch einmal auslösen. Spidey, ich habe Fisks Festnahme im Fernsehen gesehen. Oh. Durch das Fenster gesprungen. Trachtflügel gefällig? Ihr habt Glück heute! Weiter, Spider-Man, du packst das! Ah, Schläger umhauen. Nee, nicht. So. Dann weiter nach rechts rüber. Und zwar genau hier hin. Müssen wir den Eingang des Gebäudes fotografieren. Oscorp.
Wo ist es da dann? So, warum auch immer du hier oben auf dem Bach, Dach stehst? Ich finde das schwer interessant. Aber nun gut. Oscar! Ab! Gleich da. Achso, es geht gar nicht ums Oscorp. Schild. So, Probleme damit, wie sie arbeiten. Aber sie sind erfolgreich. Aber sie sind erfolgreich. Ja, das ist sehr schön für sie. Das ist jetzt hier, wenn ich das richtig sehe. Und zwar ein Feuerwehrauto. Vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Bist du an der Körperschläger, wenn Spider-Man ihn angreifen, sobald sie ihn sehen. Sorry. Hi. Gut aus, Spidey. Das ist tief verdeckt, warte mal. Kämpf weiter für das Gute. Mach mal was, hast du nicht? In der Richtung, da ist er! Okay. Ein Feuerwehrwagen. Das behalte ich. Wunderbar, das nächste ist im Central Park. Der ist natürlich. Central Park ist natürlich echt. Hey, markieren. So, mittendrin. Stand nur dabei. Müsste ziemlich genau. Oh, das ist aber schwer zu lokalisieren. Mein einziger Hinweis sind. Ich glaube, in etwa hier sieht gut aus. Und das muss sein. Eine Pagode. Dann jucken wir mal. 23 Minuten. Ich glaube, ich habe noch nicht die Hälfte vorbei. Das heißt, die Folge wird etwa eine Stunde dauern. Aber manchmal müssen wir dann doch suchen. Da ist es. Ja, komm so. Ziel nicht in der Mitte. Perfekt. So. Wir haben jetzt 17. Weiter in Central Park, ein bisschen höher. Etwa hier. Können wir uns dann auch noch das Verbrechen wegholen. Ein kleines Statürchen. Verbrechen im Central Park. Ich warne dich! Drachenprügel gefällig? Ihr habt Glück heute! Hol sie dir, Spidey! So, alle an den Boden genagelt. Ah, Schläger umhauen hat was. Zwei Verbrechen sind hier noch. Das können wir quasi schön nebenbei erledigen. Oh. Da müsste eigentlich ein Ziel sein. Wunderbar.
Kleine Verbrechen gerade. Na, dann gehen wir nochmal weiter im Central Park an die obere linke Ecke. Und hier fotografieren wir uns eine Flagge, selbstverständlich. Ah, aha. Baseball. Möglicherweise. Im Rahmen. Selbstverständlich. So, noch einmal im Central Park, diesmal wieder ein Stück zurück. Die Burg. Achtung, erhalten Berichte über Überfälle in der Gegend. Officer, bitte in den Central Park. Trifft sich gut. Auch wenn ich mein Netz... Das ist ein Überfall. Überraschung! Fertig hab. Oh, Mist. Doch, hab ich. Jetzt. Schalten wir einen Gang hoch. So. Da ist noch einer. Da unten? Echt jetzt? Das war's schon? Irgendwie wirkt... Okay. Das behalte ich. Gut. Upper East Side. Ist hier. Rechts vom Avengers Tower. Ich muss wieder ein bisschen reinzoomen. Das müsste ziemlich genau da sein. Was wollen wir denn da in der Upper East Side? Ein Brunnen. Okay. Ich habe einen Anzug freigeschaltet, habe ich gerade gesehen. Da muss ich ja mal kurz gucken, was wir denn da haben. Oh, tolles Foto. So, nach dem Brunnen geht es ein wenig höher. Wenn ich das richtig sehe, müsste es etwa dieser Platz hier sein. Und da wollen wir Bier. Jetzt sind wir sympathisch. Kostüme sind echt gut. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus hier. Eine Bar. Die Bar. Meisterwerk! Und als nächstes links rüber. Und zwar ziemlich genau hierhin. Ein Museum. Das Lateinamerikanische Museum. Schocker soll in Gramercy sein. Ich sollte mal nachsehen. Unterstützen Sie die Geschäfte in Ihrer Nähe und rauben Sie sie bitte nicht aus! Das war's schon? Nein, da kommen wir welche im Auto, ne? Genau. Aber raus aus dem Geschäft. Ich
gerade auf dem Boden mit dir. Fisks Verhaftung hat alle Kleinkriminellen aus der Versenkung geholt. Ich bin ja sogar quasi da, wo ich hin wollte, ja? Nicht da, wo ich hin wollte? Aber nicht ganz. Kannst du mal was zeigen? Ich muss es einfach sagen. Du bist mein Held. Du bist. Es heißt ganz Vorsicht, Programm. Heiß und fettig! Bist du schon fertig? Da ist es. Sehr schön. Lateinamerika-Museum. Dann jetzt nach unten. Unten. Nämlich genau hier. Jetzt gucken wir, was wir für einen Anzug haben. Da ist... Oh Gott, was ist das denn? Spider-Punk. Feinde mit Wellen vom gerechten Sound. Ich kann nicht anders. Freigeschaltet wird er. Aber ich werde ihn nicht anziehen. Oh, ich kann hier sogar noch... Magnetisch gegen kugelsicher. Der ist nicht so cool. Da hat irgendwie was Waffen drin. Den Lädt versteckt dem Gegner zu betäuben, um die Waffen zu deaktivieren. Ode-Ikon. Den Spider-Bro. Den schalten wir uns jetzt frei. Und negative Energie abgeben. Schalten wir uns auch mal frei. Und den schalten wir uns auch frei. Den Elektroschlag. Können wir jetzt nicht mehr freischalten. Oder müssen wir die Anzugskraft auch mal wieder zurück anpassen? Negative Schockwelle sieht ja ganz cool aus. Der Elektroschlag auch nicht schlecht. Sound, Baby! Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Spider-Bro. Achso, dann kommt da so ein kleiner Gehilfe. Okay, aber ich finde immer noch die Netzblüte bisher am praktischsten. Halt mal den Anzug. Behalt mal den Anzug. Electro. Einbruch gemeldet. Brauchen Officer am Tatort. Der Ort ist Museum Mile. Das trifft sich gut. Das liegt nämlich genau auf meinem Weg. Spider-Man! Ich hab gesagt, das ist zu laut! Wow, alle haben ihre Schlüssel vergessen! Zwing mich nicht, dir weh zu tun! Bloß ein Glückstreffer! Tag hatte ich mir anders vorgestellt! Handschuhe aus! Wie Fische in einem Fass! Das war's, oder? Alle erwischt. Seht's mal so. Wenn ich euch nicht gestoppt hätte, wärt ihr noch viel länger im Knast. So, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt überhaupt fotografieren soll. Deswegen erst einmal kurz hier aus. Na! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich um das hier handelt. Das behalte ich. Die Bücherei. Kein schönes Foto, aber ein Foto. Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt willst du mich nach Hell's Kitchen schicken? Einmal wieder auf die andere Seite der Karte. Er fängt jedes Mal rechts an und geht sich dann, arbeitet sich dann nach links rüber. Na gut, allzu viele Fotos sind es jetzt nicht mehr. Und ich soll irgendwas fotografieren. Sieht aus wie ein Brückenpfeiler. Wieder ein Graffiti. Doch ein Verbrechen im Central Park finde ich gar nicht verkehrt. Weil ich den dann auch abgeschlossen hätte. Aber es scheint nicht mein Glückstag zu sein, was das anbelangt. Dafür haben wir hier ein Verbrechen. Ein Drogenhandel. Das liegt ja zum Glück wieder auf dem Weg. Spider-Man! Versteck die Waffe! Oh, kommt schon, Leute! Ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei! Die Dinge sofort abzuschalten ist sehr hilfreich. Ich komm nicht an ihn ran! Du wirst bezahlen! Ich fühle mich direkt! Schaffen wir den Gang hoch! Okay, ich gebe etwas an! Auf den Boden der Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Schlägerverbrechen definitiv unter den ersten fünf. Oder den letzten fünf. Wie auch immer.
Weiter geht's. Das hält mich ja noch nicht mal wirklich auf, die Verbrechen noch nebenbei zu machen. Da ist mein... Oh, tolles Foto. Foto. Weiter in Hell's Kitchen. Diesmal südlichst. Du mal näher ran, damit ich die Stelle richtig finde. Das ist diesmal hier irgendwo. Und soll sein... Oh Gott. Ein Graffiti. Von Vulture. Das wird eine lange Folge, aber nun gut. Gut, dass ich Speicher freigeräumt habe. Die Forschungslabore werden wir dann später einfach mit einbinden. So, das Vulture-Graffiti, da oben ist es. Robs from the Schön gemacht, Hitch. Wenn ich das sagen darf. Hälfte haben wir. Dann jetzt, oha. Da ist der runde Kreis. Hier haben wir das Doppelgebäude und ziemlich genau hier ein Türschild. Das könnte sich als problematisch herausstellen. Hier war mal eine alte Straßenbahnstrecke. Oder wie sehe ich das? Ich weiß doch nicht, wie ich den Anzug finde. So, da ich ein Türschild fotografieren muss, gehe ich schon mal runter. Irgendwo das Auto. Mehr oder minder. Nee. Fisk lässt grüßen! Achtung! Fisk und Fisk ist nachtragend. Wer hätte das gedacht? Das war so nicht geplant. Ja. Bin ich wohl. Okay, ich muss dann nochmal genau auf der Karte überprüfen. Das ist nicht leicht zu finden. Müsste aber eigentlich ziemlich genau da sein. So, jetzt ist das vorletzte in Hell's Kitchen. Dann gucken wir mal. Tut mir leid, normalerweise schwinge ich. Wow, es ist Spider-Man! Der Spider-Man! Ja, der Spider-Man, der nicht so ganz weiß, wo er hin muss. Ja. Toll! Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Nelson und Murdoch, hier ist Daredevil. So, was haben wir dann an der oberen Kante? Aber ziemlich genau an der Kante. Wenn wir uns das Ding mal markieren, müssen wir fotografieren wieder eine Statue. Zack. So, weiter geht's. Und ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass das Kostüm, was wir freischalten werden, ziemlich dämlich aussehen wird, weil das bei den am schwersten zu erreichenden irgendwie immer so ist. So, die Hälfte haben wir, ein bisschen mehr sogar. Midtown. In Midtown, wo zur Hölle?
hier unten. Da ziemlich genau. Wieder ein Gebäude. Kannst du zeigen? Mal was zeigen? Oh, bisschen Werbung hier, ne? Hier ist es. Was zur Hölle? Da bin ich, da muss ich hin? Ich sehe aber das Gebäude nicht, was ich angeblich fotografieren soll. Ich war dir noch nie so nah. Cool. Hi. Okay. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich sitze noch nicht ganz richtig. Midtown. Ach so, okay, warte mal, nach da oben. Da ist es. Oh, Ziel ist zu nah. Das behalte ich. 29. Dann rechts rüber. Und zwar auf das, den Platz hier. Da wollen wir wieder ein Graffiti. Graffiti ist Graffiti, meine Güte. Ist irgendwo ebenerdig. Ich sollte Schocker weiterverfolgen. Oh. Das war so nicht geplant. Aber auch okay. So, ich bin wieder weg von dem Platz. Ich will dahin, Mann. Ist es. Perfekt. So. Ein paar Fische. So, jetzt ein bisschen wieder in den Norden. Ein bisschen rausgezoomt. Jenes Gebäude. Und einen einzelnen Baum. Da. Nein, das ist er nicht. Ein einzelner Baum an dem Gebäude. Das mit der Hand. Ja, wahrscheinlich innen drin. Tut mir leid, normalerweise schwinge ich. Hey. Sag mal, kannst du nicht richtig markieren? Du musst doch eine ganze Ecke in die Richtung. Da sehe ich nämlich auch schon den Kreis, den ich meine. Aber das ist eine fehlerhafte Markierung, Kollege. Deshalb hat Jonah mich so gut bezahlt. Naja,
So, ab nach Greenwich. Greenwich ist hier unten. Ja, dann haben wir noch drei Gebiete, die ich abfarmen muss. Meine Güte. Mhm. Dahin. Und Modern Art, wieder ein Museum. Bin mal gespannt, ob ich Venom als Kostüm freischalten kann. Also das schwarze Spider-Man-Kostüm, was dann mit Sicherheit meine Nahkampfkraft erhöhen wird. Unterschiedlich einzelne Teile dieser Stadt einfach mal aussehen, ne? Aber wir kommen glücklicherweise wirklich schnell durch. Die Stadt ist halt das, gar nicht so schlimm wird mir zumindest, aber ich kann durchaus davon ausgehen, dass die Folge für die meisten eher unspannend sein wird. Aber nur gut. Zack. Da ist es. Wunderbar. Modern Arts. Als nächstes ein bisschen weiter rein. Und zwar zum Eckhaus hier, wo auf uns ein weiteres Graffiti wartet. Zack. Das ist es nicht. Wo ist es? Wo ist es? Ein Regenbogen. Regenbogen an einem weißen Haus. Regenbogenflagge. Ey, 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 das dritte ab. Da ist es. Fantastisch. Wunderbar. Chinatown als nächstes. Chinatown. Wunderbar. Ja, es geht doch Schlag auf Schlag hier. Und zwar wollen wir dahin. Und erneut ein Graffiti. Oh, habe ich dich umgehauen? Okay, wenn du das sagst, dann habe ich ja gar keine andere Wahl, als den Anzug zu wechseln. Sobald ich in der Fotolocation bin, wird der Anzug gewechselt. Denn der andere Anzug ist schön, habe ich gerade gehört. Frauen kennen sich mit sowas aus. Come on.
Na komm, perfekt. Typisch New York, dieser elende Drogenhandel. Hey Jungs, habt ihr Rezepte für das Zeug? Ich verliere sie! Ich muss aufholen! Ach, nicht gut. Hey, du führst mich weg von meinem Ziel. Lass mich am Knast raus. Nur so. Kein Problem. Was? Nicht geschafft? Oh, nichts macht mehr aber Spaß als einen illegalen... Muss ich jetzt mal wieder zurück, ne? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo es war. Da etwa. Um Deal auflegen zu lassen. Dann haben wir da die Verbrechen auch fertig. Dann gehen wir mal nach unten. Hier muss irgendwo das Graffiti sein. Graffiti, 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 Graffiti. Graffiti. Ich bin doch wieder falsch, oder? Ich muss dahin. Was runter, okay. Tut mir leid. Er kann nicht ewig da oben bleiben. Diese Kerle sind wie Kakerlaken. Man wird sie einfach nicht los. So, zeig mal her, hier irgendwo. Nein. Kann ich denn nicht so weit wieder? Die Richtung ist richtig. Von dem Gebäude entfernen. Links rum. Irgendwo muss es gleich kommen. Da ist es. Wunderbar. So, nochmal in Chinatown, gar nicht weit von hier. In der Nähe der Polizeistation. Soll ich genau die Polizeistation fotografieren? Da können wir so hinlaufen. Juri war beim Chinatown-Revier, als wir uns kennenlernten. Sie ist schnell aufgestanden. Ja, die Juri. So, ein China-Imbiss, wenn ich das richtig sehe. Nein, kein China-Imbiss, eine Pizzeria wohl eher. Leos. Wird ein Bistro sein. Wow. Oh. Unwahrscheinlich, dass das Bistro hier hinten ist. Also eher hier vorne irgendwo. Es ist gar nicht frei. Ich dachte, du wärst der echte Spider-Man. Ich dachte, es wäre eine der Maschinen bei dir. Ich bin in Krise. Ich muss durch. Ja, das ist ein Downer. Sag Spaghetti. Hey! Vorsicht! Was zum? Pizza! Leos Pizza. Doch eine Pizzabude. Toll. Hatte ganz vergessen. Noch 14. Meine Güte. Viel Spaß, das macht. Voll damit. Wir haben schon 54 Minuten. Also es wird etwas über eine Stunde dauern. Okay. Einmal Wasser bitte. Und eine neue Stufe. Und einen neuen Fähigkeitspunkt. Aber das sorgt dafür, dass wir uns bald dann wirklich auf die Mission konzentrieren können, weil wir ja alles andere schon quasi abgehakt haben, ne?
Zu weit weg. Ich falle ja noch. Zack. Schön gemacht, wenn ich das. Perfektes Bild. Weiter. Meine Güte, Chinatown ist wirklich voll. So, wir müssen. Es ist schwer zu sagen. So ist näher dran. Zack, zack, zack. Zu diesem Gebäude. Also dahin auf die Straße effektiv. Und wieder. Sagen da. Nein, kein Graffiti, ein Pimperkart. Gucken wir mal. Großer Neuweike. Da. Zack. Sehr schön. Genau. Sehe ich genauso. Dann müssen wir hier oben in die Ecke. Ziemlich genau dahin. Wenn nicht ganz genau. Wieder eine Statue. Schocker soll in Gramercy sein. Ich sollte mal nachsehen. Schocker interessiert mich jetzt nicht. Hier ist keine Statue. Geh mal nach oben. Die Herzklinik. Okay. Das könnte hier vorne sein. Nee, Moment, das ist hier ist das ist nicht richtig. Ey, nicht klein machen, groß machen, wie auch immer. Ja. Muss die Straße hier lang. Was geht? Dann ist da irgendwo die Herzklinik. Ja, Spider-Man darf auf der Straße laufen. Alles gut. Da verlasse ich ja dann auch schon wieder. Grocery Store. Okay, das finde ich irgendwie. Weiter links, rechts, geradeaus. Da irgendwo hin muss ich. Warum sehe ich denn diese Gasse nicht auf der Karte? Das ist doch wieder voll ätzend. Hey, Irre mit der Maske, mein Bruder hat das jetzt gearbeitet. Da oben. Bist du es wirklich? Fantastisch! Gut, weiter geht's in Chinatown, diesmal an den Rand. Wo ist die Brücke? Und direkt an der Brücke. Alles klar. Und da soll sein ein Skatepark, wenn ich das richtig sehe. Und ja, mir ist klar, dass nicht alle, die für Fisk gearbeitet haben, tatsächlich auch Bösewichte waren, Verbrecher waren, wie auch immer. Aber Fisk selber war es eben doch. Ich glaube durchaus, dass man dazu in der Lage wäre, die Fototour für die geheimen Fotos etwas bessere Reihenfolge zu gestalten. Also nicht nach Stadtviertel sortiert, sondern vielleicht wirklich in einer logischen Linie. Aber nun gut. Jetzt sind wir fast durch. Jetzt wollen wir uns auch nicht mehr darüber beschweren. Runter geht's. Zack. Perfekt. Szene noch. Und die befinden sich dann offensichtlich alle im Finanzviertel, denn das ist das letzte Viertel, das wir haben. Und wir fangen ganz am anderen Ende an und arbeiten uns dann wieder mal schön durch. Und diesmal ist es ein Graffiti. Hallo, Kind.
Boom. Das geht wieder für meinen Speicher, wird wieder echt knapp hier also mit so einer langen Folge. Muss die wegrendern. Ich habe keine Wahl. Das bedeutet für mich eine Aufnahmepause, sobald die Folge rum ist. Aber keine Sorge, wie angekündigt, es folgt direkt noch eine Folge. Die hier ist ja quasi nur schwingen und sich ein bisschen in der Stadt umschauen. Wobei gerade das eigentlich für mein Mäuschen das Interessanteste sein sollte. Ich will ja immer, dass ich mich umgucke. Aber wahrscheinlich bewege ich mich zu schnell. So dass sie sich gar nicht vernünftig umgucken kann. Aber naja. Zack! Vorsicht! Zack! Also, kann einfach drüber zu springen. Nein, das muss mit einem Salto, Handstand, Salto, Salto passieren. Nächste im Finanzviertel ist einfach nur ein Stück den Strand zurück und da eine Pier zurück. Da eine Statue, diese hier. Sehr schön. Dann zum größten Gebäude im Finanzviertel. Da vermutlich. Und fotografiert werden soll der Eingang des Auerbach-Theaters. Oh, Glück gehabt. So, dann gucken wir mal. Der Eingang des Auerbach-Theaters. Also muss ich natürlich wissen, wo sich das Theater befindet. Hallo. So, ich habe ja auch übrigens... Grüße vom Kingpin! Ihr habt es unbedingt erledigt! Willkommen zur Flugshow! Ups, alles okay? Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Ja. Oh, tolles Foto! Ausrüstungsteil, was wir bräuchten, um uns die Dinger anzeigen zu lassen, gerade mal auf 100 Meter etwa beschränkt ist. Und als nächstes ist eine Statue. Und wir quasi ohne diese Location wirklich Glück haben müssen, dass uns das so plötzlich auf der Minikarte anzeigt. Wir also an den 50 Orten, die wir jetzt fotografiert haben, zufällig hätten vorbeifliegen müssen, schwingen müssen, wie auch immer. Und irgendwie bezweifle ich, dass uns das gelungen wäre. Von daher ist das schon ganz okay, dass wir es jetzt so mit der Karte gemacht haben. Hey, da vorne müsste eigentlich da ein Hündchen. Zack. Hi. Meisterwerk. Ja, das Foto ist gar nicht schlecht, da gebe ich dir recht. Zwei Stück noch. Und zwar ganz hier unten sollen wir fotografieren die Statue of Liberty! Na dann. Hab vergessen, mich umzuziehen, ne? Da hinten ist sie. Deshalb hat Jonah. Und das letzte Foto. Nein, das ist 46. Da fehlen noch vier.
Ahahaha. Oben auf dem Pier. Weißt du, ich sah nicht so, als wäre ich da vorhin schon in der Nähe gewesen. Kriege ich noch ein Foto? Bezahlungsstelle. Nee, nee. Nicht so gut bezahlt. Ich glaube, ich habe eine unvollständige Liste. Das ist ungünstig. Ich doch niemals rauskriege, welche davon ich jetzt noch nicht habe. Es sind nämlich tatsächlich nur 46 von 50. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die letzten vier noch nicht entdeckt wurden. So, jetzt muss ich ein bisschen rechts rum. Zack. Weißt du, da war ich ja schon. Aber nö, warum soll ich denn da schon ein Foto von mir gemacht haben? Davon irgendwie. Gutes Foto. 46. So, jetzt muss ich rauskriegen, wo sich denn die letzten befinden. Das ist ja interessant. Gibt nicht mal Kommentare zu dem Ding. Super Nummer. Ja, dann warten wir mal ganz kurz. Ich hänge das gleich hinten dran und dann sehen wir. So, einen habe ich schon mal wieder gefunden. Hier in der Nähe des Polizeidepartements haben wir hier eine erneute Statue, die wir fotografieren können. Erledigt. Wunderbar. Noch drei. Ich suche mal kurz weiter. So, das nächste hier auf der Karte, ein bisschen weiter nördlich von dem ganzen Ding. Ein kleine Statue mal wieder. Noch zwei. Gucken wir mal weiter. Vorletzte im China-Distrikt. Machen wir die Markierung mal kurz weg. Neben dem größten Gebäude hier quasi haben wir hier einen Torbogen. Fantastisch! Und dann fehlt uns nur noch eines. Und dann schauen wir doch mal, ob ich das auch noch ausfindig machen kann. So, und den letzten im Greenwich. Ja, hier im Mittelbereich. Und das ist doch mal das geilste Bild überhaupt, das man machen kann. Abgeschlossen, geheime Fotos. Wunderbar. Hätten wir das erledigt. 100 Erfahrungspunkte gibt es dafür. Und den ESU-Anzug. Gucken wir doch mal rein. Neue Anzüge. Und dann haben wir hier unten Empire State University. Gott, und ich hatte recht, es sieht so kacke aus. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Ist ein Typ von der Uni mit einer Maske von Spider-Man. Gott im Himmel, nein. Gut, wechseln wir mal wieder das Kostüm. Irgendwas Cooles. Den Negativ finde ich nicht gut. Den hatte ich auch jetzt eine lange Zeit. Den kaputten, die weiße Spinne einfach mal. Aber den schon hatten. Wir könnten auch den selbstgebastelten hier, Peter Parker. Vielleicht einen von denen hier unten. Schwarze Spinne hatte ich eine ganze Zeit. Weiß ist mir eigentlich ein bisschen zu grell. Die blaue ist total Panne und die aus dem Spider-Man Tobey Maguire Film finde ich auch kacke. Wir nehmen mal ein bisschen Zeit lang die weiße. Das hat auch irgendwie was von hinten. Ja, doch. Wunderbar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann wieder Hauptmission mache. Bis dahin, euer Staffel.